Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Juni hier und herzlich willkommen zur 30. Folge der Serie auf Rille zum Titel. Ja, Leute, heute geht's weiter mit WWE. Und ja, viele haben sich gefragt, kommt heute ein 1-Stunden-Special? Nein, heute kommt leider kein 1-Stunden-Special, Leute. Ich habe euch, glaube ich, gesagt, ich mache das jede... Ich weiß nicht, ob das 15. oder 20. Folge sein. Es müsste 15. gewesen sein. Aber wir machen das einfach so. Ich mache das in den kommenden Folgen. Also ich werde da auf jeden Fall noch 1-Stunden-Special raushauen. Nur, ihr wisst ja, der Nelson war hier gewesen. Und da habe ich einfach keine Zeit gehabt, jetzt hier noch ein 1-Stunden-Special aufzunehmen. Ich werde das in der 33. Folge oder so machen. Oder 34. Da wird auf jeden Fall eins kommen. Macht euch da keine Sorgen. Und die letzte Folge, die fand ich echt ziemlich cool, Mann, Alter. Die hat echt übertrieben Bock gemacht, weil wir haben da mal die Aufgaben von der Authority gemacht. Wir haben mal eine Eigenwerbung für uns gemacht. Und da kommt auch, finde ich, ein bisschen Abwechslung rein. Dann haben noch ein paar geschrieben, Backstage-Kämpfe kann ich machen, wenn ich bei einem Interview eingreife. Wenn einer ein Interview hält und dann bei ihm eingreifen. Nur die Frage ist, wie macht man das genau? Ist das so einfach, dass man jetzt einfach auf den Kampf geht und dann beim Interview einbricht? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Und dann, genau, das ist ja mein Problem, Alter. Wir hatten ja letzte Folge eine Promo gehabt, eine Promophase, wo wir eine Eigenwerbung für uns gemacht haben. Und da gibt es ja bei Fähigkeiten den Punkt, dass man quasi dann mehr Zeit hat oder einem bessere Ideen einfallen und so. Das habe ich immer vergessen zu aktivieren. Aber das werden wir einfach machen, wenn wir unsere nächste Promo halten. Und ja, wir gucken, was die Aufgabe von der Authority ist, diese Folge. Diesmal kämpfen wir gegen den Baron Blade, den ihr auch im Hintergrund seht. Lenke beim Eingreifen im Match den Ringrichter für Curtis Axel ab. Okay, lenke beim Eingreifen im Match den Ringrichter für Curtis Axel ab. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier auf den Kampf gehen. Wir gehen jetzt mal nach... Okay, links ist nix. Gehen wir mal nach hier. Gucken wir mal, wo ist denn Curtis Axel? Hier. Den Ringrichter beim Eingreifen, die L2 eingreifen, im Match, genau, bei Interviews nach Match, ja, das ist perfekt, dann können wir auch mal einen Backstage-Kampf machen, aber das wollen wir jetzt nicht, wir wollen jetzt erstmal hier bei ihm eingreifen, Unterstützung, Curtis Axel, perfekt, haben wir jetzt schon mal erledigt und wir starten in unserem ersten Kampf gegen Baron Blade, Alter, der kriegt jetzt erstmal schön auf die Fresse. So, Leute, der nächste Kampf kann losgehen hier bei WWE, wir kämpfen jetzt hier gegen den Baron Blade und da kommt Baron El Rille Jr. mit Lana in den Ring. Und macht hier erstmal ein bisschen Terzkaramba Bazamba mit seinem Glitzer-Glitzer-Anzug. Den müssen wir auf jeden Fall mal ändern, aber ich fand den so, den können wir noch für ein, zwei Folgen behalten, Alter. Der sieht irgendwie richtig lustig aus, als ob der El Rille so ein kleiner Scheich wäre, ey. Die Leute sind ihn schon im Ausbuhen, keiner freut sich über ihn. Aber wir werden jetzt zeigen im Kampf, dass wir es drauf haben. Los geht's. So, komm her, Baron, Alter, Baron. Und ein paar meinten, ist dieser Baron Blade, ich hab erstmal gedacht, das wäre ein erstellter Typ, der... einer von euch erstellt hat, ne? Aber da meint ein paar von euch in den Kommentaren, der ist bei mir auch dabei, also bei euch. Und dann kann das ja nur einer sein, der vom Spiel kommt, ey. Aber ich habe echt gedacht, ohne Spaß, dass der Baron einfach wirklich einer ist, der einen Abonnent erstellt hat. Ey, wir kriegen es gerade ein bisschen auf die Fresse, so darf es nicht starten. Aber die Lana ist so verdammt nochmal heiß, ne? Ohne Spaß, ey. Ich finde die echt mega hübsch, muss man wirklich zugeben. Ja, guck mal, der feiert sich selbst hier. Mach erstmal unsere Frisur wieder nach, du Vogel, Alter. Hier, kriegst einen Konter, bam, schmeiß ihn um. Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal einen neuen Signature-Finisher gemacht. Attitude Adjustment und den Superman-Punch habe ich hier reingehauen. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Der Nelson war jetzt gestern, vorgestern, also heute und gestern wieder hier. Und ja, da ist sein letzter Abend quasi war. Er wird vielleicht morgen nochmal kommen, ist noch nicht sicher, weil er fliegt ja wieder zurück nach England. Wir haben auf jeden Fall für euch drei coole Videos aufgenommen. Eins kommt heute noch auf viel FIFA online. Das wird nämlich ein cooles Footdraft sein, wo wir ja zu zweit spielen, also da könnte ich echt drauf freuen, ist lustig geworden. Und dann haben wir noch für Phil Gaming TV chillige Folge Frag den Rillepeter aufgenommen zu Ende. Das haben wir letztes Jahr angefangen gehabt, das heißt letztes Jahr vor ein paar Tagen angefangen gehabt und das wird dann auch die Tage online kommen, Leute. Ja, genau. Was gibt sonst noch so Schönes zu erzählen? Ich bin wieder ein bisschen am Arsch, aber ich will auf jeden Fall versuchen, auf viel FIFA diese Weekend League zu rocken, Alter. Ich werde es versuchen, Mann. Kann sein, dass ich verkacke, kann sein, dass es auch abgehen wird. Ich werde mir hundertprozentig Hazard holen. Ich habe Aguero verkauft, weil Aguero finde ich jetzt nicht so cool. Und Hazard, ich wusste gar nicht, dass Hazard einfach nur, Eden Hazard kostet einfach nur 180.000, Alter. Das ist unfassbar. Ich habe gedacht, ohne Witz, der kostet 400.000 oder so. Dann gucke ich nach, kostet einfach 180.000. Und ich weiß ja, mit Hazard kann ich gut spielen, weil mit dem habe ich schon öfter bei Footdraft gespielt und so. Der ist mega beweglich. Und ich denke mal, dass ich mit ihm besser klarkommen werde als Aguero. Ja, dann schauen wir einfach mal. Also mit Nelson, wir waren gestern beim Kami gewesen. Da haben wir auch genau, Alter, das wollte ich auch noch erzählen. Wir haben ja beim Kami gelivestreamt. Da waren über 1500 Zuschauer, obwohl ich nur bei Snapchat gesagt habe, Leute, komm mal auf den Kanal VIP-Boss-LP vorbei. Ich bin da jetzt am Start zusammen mit dem Nelson. Dann haben wir zu dritt Footdraft gezockt und haben es einfach gewonnen, Alter. Zu dritt in einem Team Footdraft gespielt, haben wir gewonnen. Das hat echt übertrieben viel Spaß gemacht, Alter, zu streamen. Eure Kommentare da teilweise immer zu lesen, Alter, das war echt so
Cool, Mann. Also Streamen macht übertrieben viel Spaß, Alter. Ich werde das auf jeden Fall auch dieses Jahr anfangen. Also, das heißt jetzt, dieses Jahr, diesen Monat versuche ich es noch. Weil ich habe jetzt mir einen zweiten Bildschirm bestellt. Der ist auch schon hier. Nur noch nicht aufgebaut. Weil auf dem einen Bildschirm muss ich ja zocken. Auf dem anderen Bildschirm muss ich ja Kommentare und sowas sehen können. Und deshalb, ich werde da auf jeden Fall jetzt demnächst anfangen. Vor allem bei viel FIFA Foot Champions. Das ist einfach das Optimalste zum Streamen. Und bei viel Gaming kann man ja so Call of Duty streamen oder andere Online-Spiele. Aber ich finde so Spiele wie... Ja, so WWE, die Karriere, das kann man, finde ich, nicht livestreamen, weil beim Livestream sehen das nicht alle Leute. Der Livestream kommt zwar danach als Video nochmal online, aber ja, das ist echt eine schwierige Sache, Alter. Weil, ne, so Kampagnenspiel, oh. So Spiele, wo man eine Story spielt oder so, Kampagne, da lohnt es sich nicht, ehrlich gesagt, die zu streamen. Eher so Online-Spiele wie Call of Duty oder FIFA, wo man Foot Champions spielt oder Battlefield, sowas. Oh nein, Alter. Fuck, ich glaube, du willst jetzt seinen Finisher machen, aber wir kontern ihn sauber. Wir haben jetzt gleich auch so einen Signature. Ey, wir haben gleiches Leben, Mann. Das wird ja nochmal ein spannender Kampf. Ich habe wieder zu viel gelabert. Ich werde euch gleich erzählen, was wir noch gemacht haben, gestern, vorgestern und so. Boah, Junge, wie hier kontert, hat er blutet, ey. Eieiei, muchas carambas. Oioioi. Komm, Digga. Komm. Mach doch den. Wie geht nochmal der Signature? Guck mal nach hier. Highlights. Nein, was für Highlights, Mann. Special Moves. Signature im Ring. Ah, ich habe doch einen anderen. Signature gemacht. Tut mir leid, Leute. Ich habe einen anderen Signature gemacht. Doch den Superman Punch, weil der war irgendwie zu ausgelutscht. Aber der Move ist nicht ausgelutscht, Mann. Das ist El Rillis, finde ich, sein eigener Move so. Also den gibt es natürlich auch woanders. Ich glaube, Kalisto hat den mal gemacht. Aber ich finde, der sieht einfach so genial aus. Komm. Jetzt Signature und Finisher. Da muss es gewesen sein, Alter. Wenn der ankommt. You can see me. Bam. Kriegt er den hier. Und dann zack. Attitude Adjustment. Da kommt er. Bam, Junge. Und jetzt direkt der Pin von hinterher. Komm schon. Das könnte der Sieg sein. Muss er aber nicht. Er könnte es aber sein. Shiri. 1, 2, 3. Sauber. Wir gewinnen unseren Kampf hier. Unseren ersten. Und jetzt versuchen wir mal Curtis Axel zu unterstützen und den Schiedsrichter abzulenken bei seinem Kampf. Bis gleich. So, Leute. Da sind wir auch schon direkt. Wir müssen jetzt den Schiedsrichter für Curtis Axel ablenken. Genau, Alter. Mir hat das Wort auf der Zunge gelegen. Guck mal, ich kann gar nicht mehr reden, Alter. Auf Rille, Peter. So. Jetzt ist der andere im Zug. So, jetzt müssen wir mal schauen. Verbündete ablenken. Nein. Ziel ablenken. Warte mal, was sollen wir zupacken? Den Ringrichter sollen wir doch machen. Ringrichter ablenken, genau. Warte, noch nicht jetzt. Warte, jetzt. Ringrichter. Weil der... So, wir lenken ihn jetzt ab. Aber der hat nicht gesehen. Der hat nicht gesehen, Mann. Der muss uns ja auch mal sehen. Warte mal, der Curtis Axel ist ja gerade am Zug. Warte, ich will jetzt mal Ding selber die Steuerung übernehmen. Das bringt ja jetzt nichts. Ringrichter guckt doch gar nicht zu uns hin. Oh, das wollte ich gar nicht. Oh, das ist jetzt blöd. Jetzt habe ich... Oder doch, war das gut? Ich weiß nicht. Na, wir warten lieber noch, Leute. Wir warten noch. Vorsicht, da steht Vorsicht. Okay, wir müssen noch aufpassen. Weil sonst werden wir gleich rausgeschmissen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nämlich hier, die Steuerung übernehmen. So, genau. So. Und jetzt, wie kann ich... El Rille Junior zurück? Mit Dreieck, genau. Wie? So. Okay, jetzt ist der andere ihn ja am Angreifen. Jetzt müssen wir es ausnutzen, dass wir ihn gleich ablenken hier. Wenn er jetzt drauf springt. Müssen wir am besten Pinfall machen, Alter. Das wäre am besten. Warte. Komm, wir müssen den Curtis Axel für uns ablenken. Ja, der Curtis Axel ist jetzt wieder am Kontern. Aber sein Gegner hat auf jeden Fall weniger Leben als er. Ja, fuck, man. Wann ist dieser Moment, wo wir es machen sollen? Weil sonst unsere Rauswurfanzeige, die wird immer höher und höher werden. Und dann werden wir rausgeschmissen. Dann haben wir die Aufgabe der Authority nicht gelöst. Und die Authority, wie ihr wisst, Leute, die haben uns ja ein Match klar gemacht. Das habe ich ja in der letzten Folge gar nicht mehr lesen können, weil die so schnell geredet haben. Und die haben uns ein Extreme Rules Match fürs nächste Pay-Per-View angesetzt. Und da müssen wir auf jeden Fall rasieren, Alter. Weil sonst, ja, wir müssen auf jeden Fall so gut punkten, wie es nur geht. Und genau das werden wir auch versuchen. Ich würde sagen, am besten ist es einzugreifen, beziehungsweise den Ringrichter abzulenken, wenn dieser Jaden Jett einen Pinfall macht. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach mal gleich wieder, weil sonst müssen wir den ganzen Tag dem Computer zuschauen. Wir sehen uns gleich, Leute. Ich glaube, der Curtis Axel braucht gar keine Hilfe, Alter. Guck mal, wie wenig Leben noch der Jaden Jett hat. Eieiei. Und der Curtis Axel hat auch noch Finisher, ey. Ja, jetzt feiert er sich richtig groß. Sollen wir jetzt einfach mal den Curtis Axel ablenken? Oh. Warte, jetzt vielleicht. Warte, noch nicht. Ja, ich weiß nicht, wann der Moment ist, um den Schiedsrichter abzulenken. Weil vielleicht jetzt, wenn er ihn gleich pinfallt oder... Oh, das war, glaube ich, sein Signature, ja. Jetzt bitte pinfall ihn, bitte. Jawohl, der will ihn pinfallen. Bitte. Jawohl, Schiri. Ringrichter ablenken. Hallo. Ey.
Willst du mich verarschen? Ich hab den noch abgelenkt gerade. Der hat mich gesehen. Ey, was ein Abfuck, Mann. Ja, jetzt ist vorbei, Alter. Der Curtis Axel hat Finisher gemacht bei Jaden Jett. Super, wir konnten den anderen nicht ablenken, Mann. Wir haben es nicht geschafft, aber wir waren kurz davor, ey. Scheiße. Ey, wir haben es geschafft, Alter. Lenke beim Eingreifen im Match den Ringrichter für Curtis Axel ab. Also hat's doch gezählt. Korrekt, Mann. So, wir schauen jetzt mal. Oh, WrestleMania ist am Sonntag. Und dort haben wir dann auch noch unseren Extreme Rules Pay-Per-View-Kampf. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier auf den nächsten Kampf gegen Daniel Bryan. Den können wir eigentlich gern machen. Gegen den haben wir nicht oft gekämpft. Ich würde mal sagen, einfach, bei irgendeinem Kampf. Boah, nee, nicht bei Triple H, Alter. Triple H, der ist ja von der Authority, den können wir noch nicht beim Interview unterbrechen. Bei Undertaker, da bin ich mal gespannt, ob das geht. Interviews bei Undertaker. Ja, Mann, Alter, wir machen bei Undertaker nach dem. Boah, das wird der erste Backstage-Kampf werden, Leute. Machen wir auf jeden Fall bei Undertaker. Da tun wir mal eingreifen. Immer gespannt, Alter. Aber erstmal unser Kampf gegen Daniel Bryan. So, komm her, Daniel Bryan, Alter. Ab geht die Post. Zack, puhu. Erstmal hin. Oh, fuck. Hey. Mein Schluck auf so einen Abfuck. Genau, ich wollte euch auch noch ein paar Sachen erzählen, was ich mit Nelson gemacht habe. Also gestern zum Beispiel waren wir abends beim Kami gewesen. Haben dann dort gechillt gestreamt. Chillig gestreamt. Es hat echt Spaß gemacht. Also wir haben zwar nur anderthalb Stunden gestreamt, aber diese anderthalb Stunden sind wie 10 Minuten verflogen, Alter. Guck mal, ich habe ja damals auch gestreamt. Das wissen nur die wenigsten von euch, weil da hatte ich gerade mal 1000 Abonnenten. Und da habe ich wirklich auch mehrere Stunden gestreamt. Da habe ich 8 Stunden am Stück mal gestreamt. Es hat so einen Spaß gemacht, obwohl ich da nur. Ich hatte damals, das war eigentlich eine recht gute Zahl, ne, bei 1000 Abonnenten 150 Zuschauer zu haben auf Twitch. Ging eigentlich klar, ne? Das hat echt mega Spaß gemacht, aber dann seitdem gar nicht mehr irgendwie, Alter. Weil, guck mal, bei mir ist es so, ich weiß, ich könnte jetzt zum Beispiel morgen streamen, aber ich will, dass es auch gut eingerichtet ist. Ich will nicht einfach so einen Stream machen, wo dann auf einmal Musik zu laut ist oder wo dies dann ist, weil ich bin manchmal in gewissen Situationen so ein kleiner Perfektionist, weißt du? Und ja, das nervt mich auch ab und zu. Aber eigentlich finde ich das auch gut, weil dann bei sowas, da achte ich auch immer bei so vielen Sachen bei meinen Videos, wenn ich die schneide, dass dies passt, dass das passt. Guck mal, der denkt, oh, ich bin weg, oh, schlägt den, Alter, das Rille. Daniel Bryan schlägt einfach in die Luft, ey. Wir haben uns aufgelöst, eine richtige Teleportation. Also gestern haben wir geil gestreamt. Und was haben wir da noch gemacht, Alter? Dann sind wir am Abend wieder zurückgefahren zu mir, waren noch total lange wach gewesen, wieder um 5, 6 Uhr pennen gewesen, weil. Der ist ja jetzt weg morgen und er kommt. Genau, Alter. Denn Nelson zieht ja jetzt endlich wieder zurück nach Deutschland. Und das wird am Juni 2017 sein. Also gar in 5 Monaten. 6, im halben Jahr, genau. Im halben Jahr sehe ich den dann wieder, wenn er kommt. Und dann ist er endlich wieder für immer in Deutschland. Er zieht nach Gladbach, weil das ist ja seine Heimatstadt. Und dann können wir auch wieder öfter was machen und sowas. Aber du müsst mich da auch in der Hinsicht verstehen, dass ich da auf jeden Fall öfter mit ihm direkt was mache. Weil er ist ja nicht jeden Tag hier. Er nimmt ja auch extra die Zeit für uns, kommt hier dann hier hin. Also für seinen Kollegen Leo, also unseren Kollegen Leo, den kennt ihr auch, Leo Calimero, bester Mann. Bei dem waren wir auch, genau, bei dem waren wir vorgestern gewesen. Und bei dem ist es immer so eine Tradition, Alter, das ist ohne Witz. Wir sind immer, wenn Nelson hier ist, zu dritt beim Leo. Der wohnt hier auch in Düsseldorf und da machen wir immer so geile Sessions. Wir machen immer Beats im Keller bei ihm. Und das hat der eine oder andere bestimmt schon auf Instagram oder Snapchat gesehen. Dass wir immer schön chillig Musik machen, wir alle zusammen chillen. Das ist einfach so ein geiles Feeling, Alter, weil das sind einfach wahre Bros, man, die man schon seit über 6 Jahren kennt, wo man auch noch kein YouTube gemacht hat, dass man weiß, okay, die Jungs sind wirklich deine Bros und nicht solche Affen, die nur an dir kleben, weil du jetzt auf YouTube Fame bist oder ein bisschen Fame-Status hast. Weil, ja, heutzutage merkt man echt viel. Guck mal, wie soll ich das erklären, Alter? Weil manche, die finden das geil, mit einem zu chillen, nur weil er einfach bekannt ist oder ein paar Abonnenten hat, wisst ihr? Aber die lassen es nicht so dastehen. Die lassen es so dastehen, boah, der Typ ist voll korrekt, ich chill gerne mit dem, bla bla. Und das ist schwierig, sowas zu merken, Alter. Auch wenn ich teilweise auch sehr, sehr gute Menschenkenntnisse habe, finde ich, ist das trotzdem sehr schwer zu sehen, sowas, Alter. Ohne Witz. Komm, wir suchen ihn mal zu pinfallen. 1, 2. Ah, da kommt der Raumstab besser. Also Stream hätte ich übertrieben Bock, nur ich darf dann auch nicht vernachlässigen, die Videos zu machen, ne? Also ich kann jetzt nicht hier jeden Tag anfangen zu streamen oder viermal die Woche und dann noch die gleiche Anzahl an Videos bringen. Das wird nicht gehen. Deshalb muss ich mir da genau was überlegen, wie oft ich streame. Ich würde sagen, so 1-2 Mal die Woche wäre schon top, Alter. So, und dann für 3-4 Stunden am Stück ein bisschen Call of Duty online zocken, mal ein bisschen FIFA gegen euch FIFA zocken oder WWE online gegen einen von euch. Oha! Wie wir gekontert haben, ne? Und dann fehlt ja auch noch der Until Dawn Stream. Darauf habe ich übertrieben Bock, Until Dawn nochmal zu zocken. Weil da waren, das ist jetzt schon ein Jahr her, da waren auch sehr, sehr viele von euch noch dabei. Und ich weiß auch, dass diejenigen, die gerade das Video sehen, sich zu 50-60% daran erinnern werden, an Until Dawn, dieses Horrorspiel, wo man die Entscheidungen treffen musste.
Und dass wir es dann quasi zusammen streamen und ihr dann sagen könnt, wie wir vorgehen und so. Das wäre schon geil, Alter. Hätte ich echt Bock. Weil jetzt ist auch noch die Zeit so, wo man das bringen kann. Weil das Spiel ist so, sage ich mal, Winterzeit, wo es so richtig kalt ist, wo es noch am Schneien ist. Eigentlich wäre Dezember dafür optimal gewesen, aber ja, habe ich leider nicht geschafft, Alter, mir da einen Stream einzurichten. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt einen Bildschirm bestellt, einen zweiten. Und den werde ich auf jeden Fall auch noch einrichten und sowas. Und dann habe ich hier alles ready. Da muss ich nur noch... Oh, fuck, Alter, das macht Signature, ne? Ja, hier konnte man sein Signature, haben wir selber Signature. So, komm, jetzt sollen wir da mal einen neuen Move machen. Der macht er, glaube ich, nur aus dem Lauf und einen anderen Signature. Genau den. Bam, Junge, mit dem Knie in deine Fresse rein. Ist jetzt nicht so spektakulär, aber ist in Ordnung. So, wenn jetzt der Pin voll ankommt, der Finisher, dann ist es vorbei für ihn. Dann ist es vorbei. Zack. Jawohl. Oh nein, er kontert, Alter. Ach du Scheiße, Alter. Er kontert und hat selber Finisher. Das macht er bestimmt... Oh, 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 oh. Guck mal, die Fans, wieder im Abgehen sind. Bitte kein geladener Finisher. Oh, Glück gehabt, dass wir genau jetzt aufgestanden sind. Ja, wir kontern. Bam, Kid. Treten ihn um. Und er ist aber nochmal gut zurückgekommen, der Daniel Bryan. Er braucht auf jeden Fall nochmal ihren Move und danach können wir ihn versuchen zu pinfallen. Zack, bam. Und jetzt, er hat kein Leben mehr. Direkt pinfall hinterher. Shiri, komm schon. One, two. Ja, okay. Aber sowas merkt man. Man muss da vorne eine Special-Attacke machen, um hier zu gewinnen. Weil wenn man jetzt einfach so versucht, das zu machen. Ich würde auch gerne mal einen zum Aufgeben zwingen. Und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, Alter. Das würde ich mal gerne wissen. Dann muss ich mal in dem Steuerhandbuch lesen. Oh, fuck, das war sein Finisher. Das war sein Finisher. Das war sein Finisher. Das war sein Finisher. Das war sein Finisher! Rope Break! Alter, haben wir Glück gehabt! Junge, 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 das war einfach sein Finisher! Ey, ich hasse diese Finisher, die einen zum Aufgeben zwingen. Weil aus diesem Aufgeben rauszukommen, ist wirklich schwerer, als bei einem Pinfall rauszukommen. Selbst wenn ein Pinfall-Ding so dünn ist wie eine Bildzeitung. Eieieiei, wir haben keinen Finisher, wir haben keinen Konterbalken mehr. Oh nein, Alter, oh nein, das wird ja nochmal richtig spannend hier. Fuck, Alter, der Kampf ist übertrieben heftig. Scheiße, scheiße, Kontakt. Ich habe schon auf R2 gedrückt, ich schwöre es euch. Die ganze Zeit habe ich schon drauf. Was macht der da? Running Man Challenge oder was? Hallo? Ey, ist der Rille oder was? Was macht der da? Macht der richtige Jack Sparrow Abenteuerreise, Alter. Ist richtig am Laufen auf der Stelle, ey. Mankind Challenge. Oha! Was ein Move. Okay, jetzt haut er richtig auf die Kacke hier. Ey, jetzt schon wieder Signature, Leute, Alter. Das kann nicht sein, dass der so ein Comeback feiert. Ja, jetzt ist der richtig motiviert. Komm, spring auf uns drauf. Ich konter das mit Ansage. Hier. Zack, kontern wir. Hä? Was ist los, Alter? Was los, Digga? Mann? Wir gucken, wir labern. Oh nein, wir haben keine Konteranzeige mehr. Das heißt, wir kriegen erstmal einen Signature. Ah. Ey, das ist übertrieben schwer, Alter. Übertrieben. Aber beide liegen auf dem Boden. Nochmal ein richtig spannender Kampf hier, Alter. Komm, 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 komm. Steh auf, steh auf. Ich freue mich schon gleich auf den Backstage-Kampf gegen Undertaker, Mann. Da freue ich mich richtig drauf. Ich hoffe, das funktioniert auch. Weil der Kommentar hat 80 Likes gehabt. Ich denke mal nicht, dass ihr da irgendeine Scheiße am Labern seid. Der Backstage-Camp hätte ich richtig Bock gerade. Komm, komm, komm. Jetzt ist Signature. Komm, mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Jetzt, der mein Lieblingsmove. Und er kontert mein Signature. Ein Finisher. Hau rein, Bruder, hau rein. Ich hab keinen. Oh mein Gott. Der wird mich jetzt zum Aufgeben zwingen. Ja, dann haben wir verkackt. Der hat uns richtig gefickt. Ey, Digga, ich kann nicht kontern, Alter. Digga, die Konteranzeige muss aufgeladen werden. Komm, ja, Mann, sie ist wieder da. Und wir kontern, Alter. Meine Güte, ey. Die Konteranzeige, habt ihr sie gesehen? Die ist genau dann wiedergekommen, wo wir sie gebraucht haben, Alter. Ich fass es nicht, ey. Oh, 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 oh. Jetzt nochmal der Move hinterher. Der kann nicht kontern. Der hat keinen Konterbalken mehr. Oder hat er noch einen? Doch, er hat noch einen. Aber jetzt. Komm, Alter, der Finisher. Wenn der ankommt, ist dieses Match entschieden, Alter. Komm schon. Bitte. Bitte. Sauber. You can see me. Zack. Haut er ihn rein. Und jetzt schmeiß ihn um. Schmeiß ihn um. Zack. Aber wir haben eins vergessen. Was ist die Aufgabe von der Authority, Alter? Was ist die Aufgabe? Was wollen die Authority sehen? Greifen ein Match eines Heal ein und sorge für seinen Sieg. Eieieiei, haben wir noch nicht gemacht. Das haben wir noch nicht gemacht, Alter. Ich muss mal... Ah, fuck, Alter, haben wir ein bisschen verkackt, aber jetzt, egal. Das müsste es gewesen sein, Leute. Wir haben dieses Match gewonnen. One, two, three. Sauber, Alter. Geiler Kampf, ey. Guck mal, jetzt geht's los. Undertaker. Ja. Oh, oh, oh. Krass, Alter. Können wir jetzt hier kämpfen? Ja, wenn das jetzt geht, ne, das wäre heftig. Das wäre richtig heftig. Alter, wieder auf den Eintritt, ne, El Rille. Ja, boah, krass! Alter! Guck mal, wo wir einfach sind! Ey, wie geil ist das denn? Guck mal, wir können doch hier überall rumrennen! Wie geil ist das denn? Einfach Backstage! Wir rennen weg von ihm! Auf Rille! Alter, guck mal, wo wir hier sind! Einfach bei WWE im Hintergrund! Das kenne ich ja gar nicht! Aber was macht jetzt Undertaker? Wir machen unseren Gang hier! Guck mal, Undertaker, der kommt gar nicht hoch! Wir haben auch alle voll wenig Leben! Ey, wie lang ist denn dieser Gang hier, Alter? Können wir jetzt hier rein? Was ist denn hier drin?
Hallo. Hä? Geil, guck mal, Undertaker. Ey, guck mal, wie riesig das ist. Alter, guck mal, Undertaker. Guck mal, wo der hinrennt. Geht's hier noch weiter? Ey, willst du nicht, ich wollte schon sagen, geht's noch weiter, ey? Ey, wie genial ist das denn, Alter? Einfach hier noch ein Raum. Jetzt komme ich raus und da hinten kommt Undertaker. Geh weg, Digga. Hilfe, der Undertaker kommt. Ich muss hier weg. Digga, komm her, hä? Oh nein, oh nein. Der schmeißt mich erstmal in den Raum hier rein. Boah, ist das geil, Alter. Das ist ja mal richtig. Oha, der können die Mülltonnen nehmen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Stopp. Nein, nein. Boah, wir kontern, Alter. Richtig genial, Alter. Backstage-Kampf oder was? Auf Rille. Boah, jetzt pack ich mir die Mülltonne hier. Ich wollte den Fernseher nehmen, das würde ich mal gerne wissen. Vielleicht geht's ja auch. Wir können echt den Fernseher nehmen. Ich glaub's nicht, Alter. Der haut mit dem Flachbild drauf. Alter, ist das geil. Stopp. Einfach mit dem LCD-Fernseher. Ey, wie genial, Alter. Wie genial, ey. Das ist immer echt cool. Aber sowas, ja, natürlich das am geilsten, wenn man das erste Mal macht, ne? Das ist ja normal. Aber es ist echt ein cooler Moment gerade. Ohne Witz. Es macht richtig Spaß. Unser erster Backstage-Kampf. Zack, komm erstmal sein Move hier. Bam, schmeiß mal um. Kann man auch diese Schubkarre hier nehmen, hier rechts? Geht das auch? Schade, Alter. So viel Kraft hat El Rille doch noch nicht. Boah, aber er kriegt den Fernseher schon kaum hoch, ey. Guck mal jetzt. Bam. Oh nein. Boah, mit dem Fernseher einfach draufgeschlagen, ey. Lass ihn mal jetzt hier rausschmeißen. Ich will mal wieder in den Gang gehen. Zack. Und dann er kontert. Fuck, 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 fuck. Wir können nicht mal kontern. Bis wie viel geht das denn hier überhaupt? Wann hat einer verloren? Ich will jetzt hier nicht als Loser dastehen. Wir haben gar keinen Konterbalken hier. Gibt es, glaube ich, gar keine Konterbalken. Jawohl, der schmeißt uns raus. Jawohl, wir liegen wieder draußen. Ey, wie geil, ey. Oh nein, da kommt der Undertaker. Jetzt Konter, Konter, Konter. Jawohl, hier. Ey, ich dachte, wir haben gekontert. Ja, super, gegen die Wand. Doing. Hier, jetzt aber. Pack ihn dir. Schmeiß ihn einfach in den Gang raus. Whee! Ja, das ist die Mülltonne. Ey, wie lange geht das denn hier, würde ich mal gerne wissen. Das ist ja mal richtig cool, ey. Stop. Boah, mit dem Ding in die Fresse. Habt ihr Bock auf einen Signature? Bestimmt habt ihr Bock auf einen Signature, Leute, oder? Aber unsere Power ist noch nicht da. Unsere Power ist noch nicht da. Bitte, bitte, jetzt. Oh, bam. Gewinner durch K.O., Alter. Genial, diese Backstage-Kämpfe. Guck mal, wie riesig das einfach ist. So, nächste Folge, Main Event. Wer wird da auf uns treffen? Nochmal Baron Blade. Ja, schauen wir mal, ob wir diesen Kampf in der nächsten Folge machen werden. Aber wir haben auf jeden Fall das nächste Mal beim Pay-Per-View dieses Extreme Rules Match, was uns Triple H besorgt hat. Und da müssen wir wirklich zeigen, dass wir es drauf haben, weil der will jetzt Leistung von uns sehen. Da müssen wir einfach gewinnen. Wir sind verpflichtet zu gewinnen. Authority-Aufgabe. Greife im Match eines Baron Corbins ein und sorge dafür, dass er gewinnt. Okay, das ist unsere nächste Aufgabe. Aber ihr merkt, der Negativbalken geht immer mehr zurück. Wir müssen im positiven Bereich landen, weil dann kann er uns auch vieles ermöglichen. Also, weil viele meinten, der hat einem mal einen Titelkampf ermöglicht und sowas. Aber wir sind ja jetzt selber schon auf Rang 5. Das heißt, wir brauchen nur noch ein paar Plätze nach vorne, zwei Stück, um genau zu sein. Den Platz von Finn Balor, den wir gerade sehen, um dann John Cena zu herausfordern. Und ja, da werden wir beim nächsten Mal weitermachen, Leute. Euer Öni ist raus. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Morgen geht es natürlich hier wieder weiter mit zwei Videos. Und ja, ich bin raus auf die FIFA heute, das Video mit Nelson. Haut rein und ciao.